Wie ist es überhaupt, hier zu sein? Das ist gut. Wie ist es, in Dresden zu sein? Also zuerst ist es mal so, dass man denkt, oh Gott, bin ich jetzt im Urlaub oder bin ich hier, um zu arbeiten? Dann geht man natürlich früh und abends bis spätabends steht man dann auf der Bühne, dann weiß man, aha, es wird gearbeitet. Aber es hat einfach einen unglaublichen, das klingt jetzt vielleicht ganz schlimm oder vielleicht sollte ich es gar nicht sagen, trotzdem Erholungseffekt. Diese wahnsinnig saubere Luft, dieser See, diese Wälder drumherum und irgendwie auch die kleinere Stadt, also ich bewege mich einfach immer in riesigen Städten, die sehr hektisch sind. Also das letzte war jetzt gerade Mailand, das war sowas, dass ich bin wie ein Flitzebogen selber gewesen. Und hier strahlt man eine Ruhe aus. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Und im Festspielhaus selber auch, in der gesamten Organisation, das ist, die sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr effizient, aber in einer Ruhe. Das ist sehr angenehm. Man hat dieses riesige Bühnenbild, dieses unglaublich gigantische Bühnenbild, was man sonst nirgendwo sieht. Also auch in Verona habe ich ein Bühnenbild dieser Ausmaße, auch dieser technischen Ausmaße, überhaupt noch nicht erlebt. Und für mich das Besondere sind jetzt nicht die Gänge und das Hoch und Runter. Ich meine, das sind Sachen, das sind Effekte, das ist schick irgendwie. Aber für mich das Wichtige ist eher der künstlerische Ausdruck, der damit erreicht werden kann. Und der ist sehr, sehr speziell. Also man kann und gerade bei Tosca diese Überhöhung, die eine Oper sowieso in sich hat, und die ganze Kunstform ist eine permanente Überhöhung, ist ein Stil, und das kann man halt in diesen Ausmaßen kann man Dinge darstellen, die sehr schwierig oft auf einer Opernbühne oder in normalen Theatersituationen zu vermitteln sind. So eine Koppelung von Musik, die eben direkt emotional wirkt und also ohne durch irgendwas durchzulaufen und dann eben noch so ein starkes Bild dazu. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst machen sollte. Und das ist das Besondere für mich an Bregenz. Auch da gibt es jetzt viele Argumente und ich wüsste jetzt gar nicht, welches das stärkste ist, aber ich glaube, dass so diese großen Ausmaße erfordern schon sehr agiles Spielen. Dadurch hat man die Garantie, dass die Darsteller, die Personen darstellen auf der Bühne, sehr lebendig sind. Das finde ich schon mal sehr schön. Das kann nicht statisch sein. Von vornherein kann es nicht statisch sein. Wir haben hier verschiedene, also moderne Umsetzungen, man kann schon fast sagen, multimedial Sachen werden eingesetzt, Effekte. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Das ist auch ein Argument. Dann diese Freiluftsituation an einem See. Also wenn, toi, 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 ich hoffe, dass schönes Wetter sein wird, dann ist das ja ein hochromantisches Ambiente. Und dann natürlich dieses unfassbare Bühnenbild. Das sieht man, wo will man das nochmal erleben auf der Welt? Es gibt keinen Ort, wo man das nochmal hinstellen könnte. Das ist umrandet von den Bergen und dem See und von Puccinis Musik, eingebettet in Puccinis Musik, mit diesen Effekten, die das Ganze möglich macht, ist es einfach einzigartig. Es ist einfach einzigartig. Zum Beispiel der erste Auftritt von Tosca ist sehr oft schon sehr furios. Und sehr groß. Und meine persönliche Interpretation wäre eher anders. Da kommt ein junges Fohlen reingehüpft, die springt und die ist wie so ein Quicksilber, ja? Und ist einfach jung und springt so über. Was? Da ist jemand? Und du sagst mir doch gar nicht die Wahrheit. Jetzt sag mir aber die Wahrheit. Und es ist ein Spiel auch zwischen den beiden. Und ein Ritual. Und sie liebt den Cavaradossi, also wird zwischen allem Furor, den sie da hat, oder allen Zweifeln, die da natürlich so hochkochen, ist immer auch wieder diese Leidenschaft für den anderen. Also wo sich zwei, die sich auch sehr, sehr gut kennen, einfach so bestimmte Spielchen gegenseitig liefern, aber auf einem sehr spritzigen Niveau. Das darf ich nicht verraten. Also ich stehe in 46 Meter Höhe und jetzt können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Wie wird das stattfinden? Ich bin nicht schreckhaft, Schwimmerin war ich auch. Vielleicht springe ich ins See, mal sehen.